Willkommen zurück zu Stray. Ich bin euer Fjorobo. Kann auch weiter hochklettern hier. Oh, okay, dann auch da einmal dafür da. Okay, dann ab, runter mit uns. Oh, wollte ich die Lampe glitschen? Klippen. Das war ein Clipping, kein Glitch. So, dann habe ich noch was gelesen. Neben dem Modegeschäft. So. Eben hier, ne? Das ist eine Gasse, ja. Hier haben wir hoch und da kommen wir wohl auf den Ventilator klettern. Aha. Aha. Ich habe ich wahrscheinlich echt nicht gefunden. War wichtig, weil wir wollen ja. Ja, wie weit geht das denn hier hoch? Wir wollen ja alles haben. Was ist denn hin? Frage. Wäre schon mal eine schöne Aussicht. Sehr viel Bewegung, okay. Oh, was von einem Gefängnisfenster. Hier runter oder was? Von hier bin ich ja gekommen, ne? Ja. Hier bin ich gekommen. Gefängnisfenster. So eine Art kleiner. Findet ihr den richtigen Weg oder was? Dann soll ich der roten Leitung folgen? Heißt, ich soll da hoch? Ist hier rüber? Darf schon nicht rauf. Doch dahin. Da darf ich aber nicht hin. Okay. Sah jetzt gar nicht so knapp aus, muss man sagen, aber gut. Rüber? Nee. Nee. Bin ein bisschen verwirrt. Aber nur ein bisschen. Ist da rüber? Wie komme ich da hin? Kleine Modegeschäfte. Ich will auch mal hier kommen. Links in den Modegeschäft der Gasse klettert. Klettert bis Wellblechdach hoch. Hüpft nun geradeaus bis zum Ende der Gasse und klettert hier jedenfalls eine Ventilator hoch. Zu Ende der Gasse, also hier. Der ist abgeriegelt. Den da wahrscheinlich, aber da komme ich ja nicht hoch. Das ist so einfach. Machen wir jetzt wieder den Sprung, ne? Da komme ich nicht lang. Darf ich aber nicht lang. Ja, auch nicht, hä? Ich bin verwirrt. Dass ich lang bin. Ich da. Ich hier lang. Wirklich hier fest. Auf dahin. Auf schon dahin. Auf dahin. Darf ich hier hin? Mensch, da hoch. Okay. Verwirrt. Warte, ach da! Das ist keine Fenster, das wir suchen. Oh. Wir sind echt im Gefängnis, oder was? Abzeichen. Ah. Polizeiabzeichen. Neuer Gegenstand bekommen. Lol, das war das. Okay. Müssen wir uns umgucken. So rötlich umleuchten. Hm. Scheinbar keine Energie mehr. Und scheinbar gab es auch noch irgendwie fünf Roboter, mit denen man schmusen konnte bis jetzt, ne? Also haben sie gerade jetzt die. Wird es mit angeknuddelt haben, sag ich mal. Ne, ich will runter. Und da will ich. Das
zack, zack, zack. Dann haben wir das Abzeichen noch. Da fehlt uns jetzt noch ein Abzeichen. So, aber das haben wir dann erst später wahrscheinlich. So. Gut, so, wir gucken uns jetzt mal hier weiter um, würde ich sagen. Ne? Wieder ein bisschen selbst entdecken, ne? Das haben wir nur als Hilfestellung genommen. Wer sind das, diese Wächter? Achso, hier kann ich einfach noch hoch, okay. Was haben wir denn hier? Ich bin gerade in der Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Das ist so ein schönes Foto. Ich glaube, sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht sicher sein. Meine Festplatte ist im Moment etwas lediert. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Du sollst jemand anderes fragen. Okay. Ein Aufzug, das haben wir ja gerade schon gelesen. Oh, komm. Ja, mit dir nochmal knollen, mit dir auch nochmal knollen. Da sind es doch noch genug. Sehr schön. So, was haben wir denn hier? Untersteht was? Ja, ich will hier raus. Übersetzen. Tagesmüll, lockere Luft und Schlüssel mit heißem Öl, extra Qualität. Okay. Was ist denn extra Qualität? Was kann ich heute für dich tun, Chef? Kannst du mich nicht mit echtem Geld bezahlen? Du willst Geld haben, okay. Oh, okay. Ich wollte eigentlich runter. Ich bin aus der Sonne hochgesprungen. Ich habe das doch gar nicht in der Decke gesehen. Ich hätte doch eine Erinnerung bekommen. Cool. Es ist interessant zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als ich noch ein Mensch war. Es war klein, einladend, aber der Name war... Name Bedienung war... Ich weiß nicht mehr. Er fing mit M an, glaube ich. Okay. Jetzt haben wir noch zwei. Finden müssen. Okay. Komm ich mal wieder runter? Ja. Sehr schön. Okay, so ist das Loch. Ich habe das Loch nicht gesehen gehabt. Okay. So, hier waren wir auch schon. Da geht es scheinbar nicht weiter erstmal. Erstmal hier. Aber hier war ich ja auch schon drin, ne? Ja. Hier war ich auch schon drin gewesen. Okay. Ist das nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann? Hier scheint man das Ding zu herrschen. Ist das die Residenz? Wir suchen. Hallo. Hey Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Kannst du nicht? Warte mal. So. Brauchen 3 Punkte. 5. Also das 5 scheint ja schon mal gut zu sein, ne? Oh ne, da. Das ist 5. Sollte doch nicht stimmen. Was passiert was? Die Person, die du erreichen willst, ist im Moment nicht erreichbar. Geh mir hier auf mit dem Unsinn. Also das scheint hier richtig zu sein, ne? Achso, dann ist das... Also rein theoretisch müsste es dann auf die Wohnung noch 2 Etagen drüber sein, ne? Das ist echt sehr komisch. Sich da. Hier noch irgendwelche Erinnerungen. Wir wenden eine Treppe.
ist auch nochmal Treppe, okay. Wie kann das denn hier zurück? Okay, sehr weitläufig hier alles. Okay. Und hier noch wieder mein hoch. Sonst. So. Wird schön wie eine Ecke sein, ne? So, das ist immer die Treppe hier. Das hat keine Nummer. Nee, das passt nicht. Kann aber hier rein. Okay. Aber warum? Noch eine Erinnerung versteckt? Also wir einfach so in die richtige Wohnung jetzt rein. Unsere Katze wieder mal. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Warte, also hat Zabelsar endlich beschlossen, jemanden zu schicken? Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Oh, sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht. Hätte ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt wo du hier bist, kannst du helfen, folge mir. Ich muss mal ein bisschen gucken hier. Ja, okay. 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 Hier passiert auch was, oder? Schlafplatz. Erinnerung. Ja, die hat es echt gemütlich hier, aber irgendwie nicht das, was ich suche, ne? Schnurr, schnurr, schnurr. Okay. Einfach nur ein Schlafplatz. Warum? Verstehe ich nicht so ganz. Warum machen wir uns diese Mühe? Das hier. Jetzt machen wir eine Erinnerung. Jetzt habe ich mit hier was versteckt. Nette Küche auf jeden Fall. Ich habe wieder abhauen. Ach, kann ich auch einfach. Ich wüsste, dass ich einfach so verpfeifen könnte. Okay, dann quatsch mit dir mal. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko-Kooperation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Aber ein Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Wir bringen ihm diese Nachricht. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem haben, sich in der Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll mit Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Okay. Was ist jetzt? Sind die Wächter auf uns aufmerksam geworden oder was? Was hat es mit diesem Stromkabel auf sich? Und das ist gar kein Stromkabel, das ist eine Wasserleitung. Okay. Weiter runter. Lang. Okay. Gut. Machen die jetzt noch mehr los? Goldkette und Bomberjacke. Wo sollte der sein? Erzähl nochmal. Ja. So.
Das war Ort Fabrik der Roboter. In der Nähe von der Fabrik. Der noch mir? Goldkette und Bomberjacke. Ich dachte, das ist voll Platz mit Robotern, ne? Ach guck mal, der Hutladen hat auf. Ja, okay, okay, ist ja gut. Ist das der, der... Nee. Nicht dann einfügen. Gar nicht. Alles hat sich genau gelöst, irgendwie. Klappe da auch noch nicht auf? Die Klappe ist geschlossen, hau ab. Okay, okay. Ich warte schon seit Ewigkeit darauf, dass Stolpersche zurückkommt, um Hälfte diese Hüte wieder aufzustockern. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Der war hier wahrscheinlich, ne? Wie heißt du? Okay. Ist hier noch drin? Oh, hier Tatsache, guck mal. Können wir ihn aufwecken? Ach, guck mal, jetzt ist hier nämlich. Ah! Ich hier auch hin. So. Jetzt haben wir da auch nochmal so eine kleine Quest gemacht, die wir einfach mal nebenbei machen konnten. Okay. Ich find's lustig. Später. Die suchen gar nicht so aktiv nach mir. Jetzt würde ich mir gerne den Dialog jetzt anhören. Der ist hoffentlich witzig. Ich kann mich in der Kiste verstecken, heißt dann werde ich so in die Bist du mitgenommen? Oh! Ich jetzt so in die Fabrik kommen? Also komme ich in den Laden rein. Oh! Was bringt mir das? Eingang, den ich dann öffnen kann oder was? Kann ich immer hier rein, aber was bringt es mir? Frage ich mich, hä? Was hat es mit diesem Laden auf sich? Was ist hier? Was noch später besorgen vielleicht? Was ich jetzt noch mache? Packt er mich weg, okay. Also ich habe mir gerade Abkürzungen geöffnet, die ich später vielleicht brauchen werde. Eine Bomberjacke an, Goldkette. Ja. John ist ja unser Kollege, den wir suchen. Dann quatsch mich doch mal an. Was willst du? Wer hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelten, ich meine Kontakt. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Wenn sie beschädigen oder wackeln, geht's in Luft. Die Batterie versorgt die Necrocorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee, besorgt mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen.
Okay, da haben wir ja gerade schon das richtige Ding geöffnet, glaube ich. Und dafür können wir es. Dafür ist es also da. Einfach, hallo. Mal hier rein. Und da brauchen wir jetzt hier einen Arbeiterhelm. Frage. Ah, da. Und dann gibt es wahrscheinlich im Klamottenladen. Ah. Zufälligerweise genau hier um die Ecke ist. Und noch eine Arbeiterweste. Noch nicht. Immer noch zwei, noch nicht. Vielleicht in der Kabine verhängen lassen oder so. Und das Fenster durch. Das ist ja eigentlich auch erstmal nichts, oder? Liegt auch keiner rum? Okay. War nicht so leicht wie gedacht. Da haben wir den komischen Kollegen ja, der mit seinem Helm da war. Vielleicht hat der ja noch was für uns. In der gruseligen Wasser. Zimmer. Ach, der hat gar keinen an. Fifi. Mit dir gequatscht. Meine Arbeiterjacke hier. Hier liegt auch keiner rum, oder? Ne. Meine Missetat. Okay, jetzt wissen wir, warum wir das gemacht haben. Okay. Haben wir die Arbeiterjacke? Das weiß ich gerade echt nicht. Ich will wieder was mit den Enden machen eigentlich. War nicht. Eine Arbeiterjacke. Vielleicht im Osten. Vielleicht im Friseursalon. Der vielleicht eine Jacke hier rumfliegen, weil er gerade sich die Haare schneiden lässt. Ne. Hallo. Tja, wo kriegen wir heute die Jacke hin? Wo kriege ich eine heute Jacke? Warte. Ah, da! Ach, hier! Eine andere Farbe. Ah, oh, okay, müssen den also ablenken. Können wir dich ablenken? Nein, nein, du wirst nicht klauen. So, was machst du denn damit, kleine Katze? Willst du die Katzenarbeiter sein? Okay. Oh, so irgendwas, um ihn abzu. Aber was? Was kann ich. Den holen. Ich habe noch einen Gegenstand, den ich hier nutzen kann für den Kassettenrekorder. Ich muss das für einen Kassettenrekorder haben, stimmt. Ach, mit dir kann ich auch schmusen? Okay. Was ich mitnehmen kann. Hardware, Hardware, Hardware liegt hier. Okay. Was kann denn für den interessant sein? Jetzt frage ich mich halt gerade wirklich, was kann für den interessant sein? Eine neue Musik, um ihn abzulenken. Ja, aber... Meine Musik im Club. Im Club komme ich noch nicht rein. Schon. Ich irgendwas schnitzen könnte. Hey, ihr wart der Einzige, so was mir noch nichts gegeben habt, ne? Ich
hoffe, er bezahlt. Okay. Ah, das steht aber auch noch nicht so wirklich geklärt. Erdmusik, stimmt, er hat ja was dabei. Mit dir hier. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unserer Residenz die Kameras installiert haben. Okay. Ah, was hätten wir uns? Nee, die Kassette gehört uns. Weiß nicht, da, dass man nicht klaut. Könnte dir eine geben, aber dafür müsst du etwa für Jenna, Miko und mich tun. Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie für uns im Halt schaffen? Okay. Also Kameras zerstören. Ah, jetzt wird ein Schuh draus, ne? Okay. Zählung G. Bin ich nicht dran, ich muss hier. Kaputt. Ah. Muss ich jetzt mehrere Kameras finden noch? Da waren die alle bei ihnen. Ah. Hier ist noch eine. Was ist die dritte? War ich hier? Nein. Seid zufrieden mit mir hier? Hätte ne. Okay. Hab ich schon Beine gehört. Was ist das eher? Es ist hier aber noch ein. Ist hier weiter oben. Dann klettern wir mal weiter hoch. Ja. Ich mal sagen, noch eine höher. Schon wäre sie dann ja. Bist du? Was bist du eigentlich? Ein Vierbänder, der niedliche Geräusche macht? Das Konzept gefällt mir. Ja. So sind Katzen. Hier sind Vierbeiner, die Geräusche machen. Ah, da ist die. Okay. Komm ich da hin? Ah. Da hin? Rüber? Ne, schon mal nicht. Okay. Wie an die rankommen? Einfach hier hoch. Oh. Okay. Das war jetzt relativ simpel. So. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Neue Kassette bekommen. Sehr schön. Heißt jetzt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gesucht werden oder nicht. Gehen wir mal durch die Nebengassen. Gehen wir hier lang. Ne? Gehen hier lang. Hier haben wir nie vorbei. Wir ballern hier einfach das Mixtape rein. Das war echt laut, nervig. Und wir haben unsere Jacke. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann, ja, geben wir die Sachen, übergeben wir die Sachen und können dann wohl in die Fabrik. Also, haut rein. Ciao, ciao.